Ich meckere nicht, weil mir die DJI Mini 3 Pro nicht gefällt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin verliebt in diese Drohne, aber ich möchte meckern, um zu helfen, die Drohne noch besser zu machen. Die DJI Mini 3 Pro, wenn ihr das ebenfalls wollt und Dinge habt, die euch an der DJI Mini 3 Pro nicht gefallen, schreibt einfach hier in meine Kommentare, lasst uns zusammen diskutieren. Jetzt gibt es erstmal 11 Dinge, die mich persönlich an der DJI Mini 3 stören. Ich bin mittlerweile 14 Tage mit der DJI Mini 3 unterwegs und ihr könnt mir ruhig glauben, fast jeden Tag. Ich habe jetzt schon wieder Videos gedreht über Mondfelder, über Brücken, die allein im Wald stehen. Alles nochmal auf meinem Kanal, also nicht vergessen, abonnieren und gleichzeitig noch freundlichen Like drücken, wenn euch das Video gefallen hat, würde mir sehr weiterhelfen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mit der Erfahrung jetzt von diesen 14 Tagen mit der DJI Mini 3 Pro natürlich auch viele Mankos aufgetreten sind. Dinge, die ich einfach mal verbessern würde, wenn ich Ingenieur bei DJI wäre. Und die klären wir jetzt. Und los geht's natürlich schon mal mit dem Thema Nummer 1 im Netz. Und zwar ist es die Gimbal-Kappe von der DJI Mini 3 Pro. Da gibt es den Kanal Zweithobby im Internet, der uns empfohlen hat, hier dieses Schaumgummi hinter den Gimbal zu legen und dann sozusagen die Kappe hier raufzustecken, was wunderbar funktioniert, was ideal ist. Dann gibt es aber den Kanal Michas Welt. Und der hat wiederum auch recht, dass der natürlich sagt, verlinke ich euch übrigens in meinen Beschreibung, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dass der natürlich sagt, wenn wir diesen Schaumgummi hier hinterlegen und die Drohne benutzt haben, das heißt, die ist jetzt so 20 Minuten oder mit zwei Akkus knapp eine Stunde geflogen, dann ist die natürlich tierisch heiß. Wo geht die Luft raus? Natürlich hier unten und hier vorne, weil hier Luftauslässe sind. Und wenn wir dann diesen Schaumgummi hier reinstecken, da hat er natürlich auch recht, dann ist es so, dass wir hier den Luftauslass verhindern und das Abkühlen der Drohne sozusagen verlängern. Und dann kann es hier zur Überhitzung kommen. Ist natürlich auch eine Geschichte. So, jetzt meine Idee, weil ich habe ja auch Lösungen, falls jetzt irgendwie gemeckert wird. Und jetzt wird definitiv von mir mal gemeckert an diesem wunderbaren Gimbal-Schutz, der hier sozusagen nicht so optimal von DJI konstruiert ist. Wenn jemand einen 3D-Drucker hat da draußen und sich das Ganze mal zur Brust nimmt und hier einfach diese wunderbaren Führung etwas länger macht, sodass der Gimbal von der DJI Mini 3 Pro in dieser Führung einfach haften bleibt und einfach drin liegt, dann kann er sich damit eine goldene Nase verdienen mit diesem 3D-Druck, weil dann hat er nämlich einen Gimbal-Schutz konstruiert, den alle sehr gerne mögen, den alle sehr gerne kaufen. Also, wer Lust, Zeit und Laune hat, beschäftigt sich mal mit dem Thema, beziehungsweise auch Dritthersteller, die Lust, Zeit und Laune haben, hier mal was Besseres zu bieten. Ich würde es auf alle Fälle kaufen. Macht es bitte nicht so teuer. Also maximal 8 bis 9 Euro. Fangt nicht wieder an mit 15 Euro für ein Stück Plastik. Ich kenne die Preise im Internet. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, hier muss dringend geholfen werden. Beide Lösungen im Netz sind nicht die optimalen. Vielleicht gibt es jemand, der nochmal so einen wunderbaren Gimbal-Schutz im 3D-Drucker konstruieren kann. Mein Problem Nummer 2 an der DJI Mini 3 Pro ist die SD-Kartenhalterung bzw. der Einlass der SD-Karte, der hier hinten wirklich richtig doof, kann man sagen, konstruiert ist. Also du kriegst die Karte manchmal überhaupt nicht rein und du kriegst die Karte manchmal überhaupt nicht raus. Wenn, dann musst du riesig lange Fingernägel haben oder deine Freundin beauftragen, hier sozusagen mit ihren Fingernägeln die SD-Karte reinzudrücken bzw. rauszuholen. Also es ist nicht das Optimale und es gibt auch schon wieder Lösungen im Netz, verlinke ich euch auch mal hier in meiner Videobeschreibung. Da gibt es einen SD-Karten-Rausmacher, den man ebenfalls in einem 3D-Drucker gedruckt hat und den man drauflegen kann, drückt und dann kommt die SD-Karte wunderbar raus. Da muss man hier nicht sozusagen mit dem Fingernagel nach hinten schieben, um die SD-Karte rauszubekommen. Also mein Manko Nummer 2 an der DJI Mini 3 Pro ist die SD-Kartenhalterung. Mein Problem Nummer 3 mit der DJI Mini 3 Pro ist der Gimbal, beziehungsweise wie man das gemacht hat mit dem Gimbal. Und man sieht schon, er guckt nach vorne raus, er ist sehr weich aufgehangen, er kann natürlich in alle Richtungen gehen, er ist wunderbar konstruiert. Einen besseren Gimbal kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht hätte man einfach ein Stück weiter nach vorne, links und rechts gehen können, um den Gimbal zu schützen. Weil wenn die Drohne abschmiert, beziehungsweise wenn die Drohne im Baum landet oder irgendwo anders, ist als erstes definitiv, dafür lege ich die Hand ins Feuer, der Gimbal dran und natürlich auch der Gimbal kaputt und das wichtigste Element an der Drohne natürlich komplett zerstört. Vielleicht kann man sich bei der nächsten Konstruktion so ein bisschen was einfallen lassen, dass man den Gimbal irgendwo versucht, so ein bisschen zu schützen, dass der
nicht gleich kaputt geht, sofern die Drohne notlandet bzw. runterfällt. Oder wenn sie auch mal mies landet an einem Stein etc. Der Gimbal ist als erstes dran. Das ist nicht so optimal konstruiert, obwohl der Gimbal unwahrscheinlich cool ist. Ich wüsste jetzt nicht eine Lösung, wie ich das sozusagen zu 100% besser machen kann. Aber wir haben ein Mecker-Video, also kann ich meckern über den Gimbal. Das ist mein Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4 bei 11 Dinge, die mir an der DJI Mini 3 Pro nicht gefallen, ist ein Problem mit dem DJI Mini 3 Pro RC-Controller. Wer das Handy dran hat an dem Controller, der weiß ganz genau, er hat seine Karten, die er sozusagen manchmal braucht, um zu fliegen, verfügbar und hat natürlich auch die Möglichkeit, die Kartendaten abzurufen. Hier beim DJI Mini 3 RC-Controller hast du das nicht, wenn du nicht eine WLAN-Verbindung hast, beziehungsweise einen Hotspot mit deinem Handy machst. Es soll natürlich noch ein Modul kommen, das sozusagen hier auch Internet erlaubt. Warum macht man nicht gleich in diesen Controller einen internetfähigen Slot? Das heißt, hier machst du eine SIM-Karte rein und schon funktioniert. Brauchst du zwar eine zweite SIM-Karte, aber wenn du oft damit fliegst, dann würde sich das empfehlen. Jetzt musst du immer noch dein Smartphone mitnehmen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr nötig ist, weil du einen richtig schönen Controller hast, um dir sozusagen hier den Hotspot zu garantieren. Und das ist nicht so optimal gelöst und zumal dann wieder ein Zubehör extra Geld kostet. Und ich finde das langsam irgendwann auch ein bisschen auffällig, dass immer Dinge, die man wirklich dann noch braucht, zusätzlich Geld kosten, obwohl das alles schon in meinen Augen sehr teuer ist. Also da sollte man sich doch echt mal irgendwo langsam so ein bisschen einen Kopf machen, wie man seine Kunden behandelt und nicht immer nur Zubehör, Zubehör, Zubehör verkaufen, sondern auch mal sehr viel in die Drohne mit reinpacken. Für diesen Preis von 1000 Euro bin ich eigentlich der Meinung, dass ich da sozusagen so ein Komplettpaket haben kann. Nächstes Thema. Fällt euch was auf? Das ist der Lieferzustand der DJI Mini 2 und das ist der Lieferzustand der DJI Mini 3 Pro. Und wer es jetzt schon mal klappern hört, der weiß genau, was ich ansprechen möchte. Und zwar fehlt natürlich bei der DJI Mini 3 Pro hier komplett der Propellerschutz. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, Menschen, Pfennigartikel, den kann man hier sozusagen immer noch mit reinbringen. Es ist schade, es ist wirklich schade, warum ist hier kein Propellerschutz mit dabei? Du packst die Drohne so schnell mal in die Tasche und es gibt die DJI-Videos, da haben die die Drohne hier direkt oben drin oder irgendwo in der Handtasche und. Wie schnell passiert es, dass hier sozusagen ein Propeller komplett sich nach oben hebt oder irgendwo hängen bleibt und abbricht? Das muss einfach nicht sein. Es gibt Dritthersteller, die haben das jetzt schon verstanden. Und die produzieren fleißig natürlich auch komplett diese wunderbaren Propellerschutzdinge für die DJI Mini 3 Pro. Gibt von mir ein extra Video für Zubehör, schaut es euch mal an. In meiner Videobeschreibung alles verlinkt. Aber es ist doch schade, eigentlich muss es doch nicht sein, weil bei der DJI Mini 2 war es doch echt super gelöst. Warum macht man das nicht bei der DJI Mini 3, wenn die fast das Doppelte kostet? Eigentlich schade, aber Propellerschutz, das ist sozusagen der nächste Punkt, den ich hier kritisieren würde. Dass der fehlt. Das nächste Problem ist natürlich die Hitze und gerade bei diesen hohen Auflösungen 4K 60 FPS kommt es natürlich intern im Prozessor zu einer riesengroßen Wärmeentwicklung. Das ist nicht nur ein Problem von DJI, da gibt es auch bei GoPro schon Überhitzungsprobleme und bei anderen Herstellern, aber natürlich die Hitzeentwicklung muss man im Griff haben. Man hätte natürlich hier einen Lüfter einbauen können, andere Hersteller können es ja auch und damit das Problem lösen können, hat man aber nicht gemacht, der Lüfter fehlt komplett. Also, wenn die Drohne bei heißen Temperaturen oder bei Temperaturen über 25 Grad lange steht, schaltet sie sich definitiv ab. Das kann euch auch im Innenraum passieren, wenn ihr mal im Innenraum fliegen solltet, irgendwie im Sommer. Das geht ebenfalls. Ich mache sowieso noch ein Video davon, von dieser ganzen Überhitzungsproblematik, aber dafür fahre ich in Gebiete, wo jeden Tag 35 Grad sind und präsentiere euch da mal ein Video, was sich da wahrscheinlich gewaschen hat. Kommt aber ein bisschen später, knapp im Sommer auf meinem Kanal. Schon mal jetzt abonnieren. Ich würde mich freuen. So, weiter zum Thema. Es geht darum, dass die Hitzeentwicklung relativ stark ist und dass die Drohne natürlich abschalten kann und das auch nicht so die richtige Lösung ist, wenn ihr euch vorstellt, im Sommer mit der Drohne unterwegs zu sein und die schaltet sich dann vorm Start, wenn sie länger steht, einfach mal aus, dann ist das nicht das Gelbe vom Ei. Also wie gesagt, man hätte hier ruhig einen Lüfter einbauen können und schon wäre das Problem gelöst gewesen mit dem Hitzeproblem. Das ist mein nächstes Problem.
Es gibt immer so große und kleine Probleme, die man manchmal in der Bedienung bzw. in der Nutzung von technischen Geräten hat. Aber über einen Fakt habe ich mich ganz doll gefreut. Und zwar ist es der Vertical Mode hier in der DJI Mini 3 Pro. Dass man den verbauen konnte und dass jetzt sozusagen auch über Social Media eine ganze Menge Dinge gehen, die man mit der DJI Mini 3 erledigen kann, ist natürlich ein Hammer, weil sonst musst du immer am Schnitt sitzen und dann sozusagen die richtige Größe raussuchen, das nochmal extra schneiden. So hast du hier schon mal die Auflösung komplett parat, weil die DJI Mini 3 Pro dir jetzt sozusagen dieses Hochkantformat bietet. Jetzt gibt es natürlich bei Social Media ganz viele Menschen und natürlich auch bei YouTube, die allein sind, die sozusagen Self-Made-Filmer sind. Und das geht mir genauso, entweder am Fahrrad oder irgendwo anders, hast du natürlich keinen Kameramann. Da verlässt du dich auf die Drohne und es gibt ja jetzt in der DJI Mini 3 Pro Active Track. Und Active Track ist eine wunderbare Geschichte. Du trackst dich und die Drohne verfolgt dich und macht wunderbare Bilder. Active Track im Vertical Mode ist nicht möglich. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die einfach zu 50% diesen Vertical Mode eliminiert. Es ist so schade, man macht hier eine Revolution in einer Drohne und macht es wieder nicht bis zum Ende. Und liebes DJI-Team, wenn jetzt in der nächsten Drohne Vertical Mode mit Tracking verfügbar ist und du nochmal eine extra Drohne kaufen müsstest, dann wäre es echt total gemein, weil hier ist alles schon bezahlt und bei dem Preis möchte ich, und das unterstreiche ich auch wirklich zweimal, einen Vertical Mode mit Active Track haben. Vielen Dank. Nächster Fakt, wo ich so ganz leicht meckern muss, das ist der Nachtflug mit der DJI Mini 3 Pro. Ich habe hier ein Video für euch gemacht, wo ich sozusagen mit der DJI schön abends und nachts mal geflogen bin und alles getestet habe. Und mir ist da aufgefallen, dass bei der DJI Mini 3 Pro die vorderen LEDs wunderbar leuchten und blinken, ist alles schön. Aber hinten sieht man die überhaupt nicht und von unten sieht man die ebenfalls nicht. Wir haben ab 1.7.2022 neue Regelungen, wo man hier unter der Drohne im Nachtflug eine LED anbauen muss. Das heißt praktisch, das würde dann so aussehen, dass hier sozusagen hier unter dann entweder blinkt die oder die steht oder die leuchtet rot oder grün. Ja. Das soll dann sozusagen ab dem 1.7. Pflicht sein. Und ja, wir haben 248 Gramm. Jetzt bau mal hier nochmal eine Lampe an im Nachtflug. Da bist du ganz schnell über 250 Gramm und anderen gesetzlichen Regelungen. Ist natürlich nicht so schlimm, wer einen Drohnenführerschein hat und wer die Flüge da macht, wo er auch mit größeren Drohnen fliegen kann, ist alles nicht so schlimm. Aber wenn du jetzt sozusagen direkt an der Grenze bist, dann hast du natürlich ein Problem. Und dann gibt es hier sozusagen nur im Zubehör diese kleinen LED-Lichter, habe ich euch ebenfalls mal verlinkt, die man hier runterkleben kann und dann sozusagen die Drohne besser sehen kann. Und in der Beschreibung steht 3 Gramm, stimmt aber nicht. Ich habe die Drohne zusammen mit dem LED-Licht auf der Küchenwaage gehabt und das sind 249,5 Gramm. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie meine Küchenwaage jetzt eingestellt ist oder so, aber versucht es mal selber nachzumessen. Also diese LED, die ich euch hier mal verlinke, die ist nicht gerade schwer, kann man dann sozusagen ab 1.7. hier mal runterbauen. Aber es ist natürlich schade, dass DJI hier überhaupt die hinten gar nicht dran gedacht hat, da LEDs einzubauen, weil es ist so wichtig, wenn du die Drohne fliegst, du fliegst die doch nicht nur von vorne, du fliegst sie doch auch von hinten und du siehst sie echt nicht mehr im Dunkeln von hinten und das ist echt total schade. Also hier fehlt Beleuchtung an der Drohne und das wäre, wie gesagt, mein nächster Kritikpunkt. Wenn wir schon bei dem Thema Sichtweiten sind, dann will ich noch ein bisschen weiter rummeckern über die Farbe der DJI Mini 3 Pro. Und zwar kennen wir das jetzt von der Autel Nano, habe ich gesehen, die ebenfalls in diesem Segment verkauft wird, von unter 250 Gramm. Die ist orange und die lässt sich natürlich deutlich besser sehen als hier die DJI Mini 3 Pro. Versucht es einfach mal, die DJI Mini 3 wirklich lange sehen zu können. Ich weiß nicht, das Grau ist nicht so die optimale Farbe. Man könnte natürlich mit Orange kommen und man könnte auch mit diesem hellen Grün kommen und anderen Geschichten. Natürlich ist es wieder Geschmackssache. Wenn die Drohne natürlich aussieht wie ein Frosch, ist auch nicht so schön. Aber vom Prinzip her würde man doch mit Orange besser fahren, weil einfach die Farbe länger sichtbar ist als dieses Grau. Deswegen gibt es von mir auch nochmal einen Kritikpunkt in Bezug auf die Farbe der DJI Mini 3 Pro. Das kann man übers Zubehör regeln. Ich habe auch schon was bestellt, wo ich mir hier sozusagen eine orange Folie ranklebe. Ich hoffe, dass die Folie nicht so schwer ist, dass die Drohne jetzt noch schwerer wird, aber das werden wir dann alles sehen, wenn die Folie da ist. Aber ich sehe, wie gesagt, die DJI Mini 3 Pro in Orange oder Grün länger als in diesem Grau und deswegen ist einer der Kritikpunkte die Farbe dieser Drohne.
Ein Punkt, der mich sehr doll ärgert und der wirklich nicht durchorganisiert ist, und ich weiß auch nicht, wie das alles so zustande kommen kann. Man veröffentlicht die DJI Mini 3 Pro, schickt sie natürlich raus in verschiedenen Varianten, entweder mit Controller oder ohne, oder halt komplett pur, aber nicht in einem Paket, wo sozusagen das Combo-Pack und die Drohne schon zusammen sind. Warum nicht? Weil jetzt ein Riesenproblem existiert, und zwar von der Bestellung der Drohne bis zur Lieferbarkeit der Ersatzgeschichten wie Akkus, wie Ladeschale, wie Tasche, wie Combo-Pack und so weiter und so fort. Zum Stand 1.6.2022, wer das Video später sieht, wird natürlich drüber lachen, weil alles verfügbar ist, ist es nicht möglich, ein Combo-Pack zu bestellen, ist es nicht möglich, einen Akku zu bestellen oder eine Ladeschale oder weiteres Zubehör von DJI, ohne jetzt knapp einen Monat bzw. anderthalb Monate darauf warten zu müssen. Das heißt, ich habe eine Drohne gekauft mit einem Akku, in der Hoffnung, dass ich mir relativ schnell das Combo-Pack nachkaufen kann, um dann mit drei Akkus zu fliegen, weil ich natürlich gern auch mal länger unterwegs bin als nur 25 Minuten mit einem Akku. Es ist natürlich nicht im Sinne der Kunden, erstmal die Ware rauszuschmeißen und dann sozusagen nach hinten nichts mehr liefern zu können. Klar, ich verstehe das alles mit den Weltmärkten, dass Schiffe irgendwo liegen bleiben, dass Lieferprobleme existieren und so weiter und so fort. Aber ich frage mich sowieso, ich habe die DJI Mini 2 beim Kauf damals komplett im Combo-Pack bekommen, mit allem inklusive in einem Karton. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Warum muss ich mir die Drohne kaufen, einen Akku, einen Controller in einem Paket und dann nochmal das Zubehörpaket extra kaufen? Ich verstehe den Sinn nicht an dieser ganzen Geschichte. Ich kann doch das Paket für 1200 Euro anbieten oder für 1189, wie es dann sozusagen zusammen kostet, und dann sagen, okay, hier hast du das Gesamtpaket, bitteschön. Dann kann jeder Drohnen-User, der sehr gerne mit der DJI Mini 3 unterwegs ist und das auch braucht, ich brauche diese Akkus, um zu fliegen, einfach mit diesem Paket glücklich sein. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum jetzt dieses Fly More Combo extra verkauft wird, wenn man sich die DJI Mini 3 Pro nochmal extra kauft. Egal, wie es sein soll, es ärgert mich sehr, sehr doll, weil ich, wie gesagt, in der Kreativität mich nicht auslassen kann. Ich kann jetzt nicht das machen, was ich möchte. Und das ärgert mich ein bisschen. Habe ich schon gesagt, doppelt hält besser. In diesem Sinne. Wie ich anfangs schon gesagt habe, das Video ist jetzt nicht dafür da. Ich bin sowas von enttäuscht mit der DJI Mini 3 Pro. Ich muss hier alles kritisieren. Nein. Ich mag diese Drohne, ich arbeite gern mit der Drohne, ich liebe diese Drohne, aber es gibt Möglichkeiten, die man einfach in Sachen vom Kundenservice verbessern kann. Und diese Möglichkeiten haben wir heute erläutert. Wenn wir sie weiter diskutieren möchten, einfach hier in meiner Videobeschreibung alles rein, was ihr sozusagen zu kritisieren habt in Bezug auf die DJI Mini 3 Pro. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Wir können zusammen schreiben und ihr könnt natürlich auch zusammen schreiben, weil lass es ruhig ein kleines Forum werden für Dinge, die man besser machen kann. Warum nicht? In diesem Sinne, danke fürs Anschauen, sehr gerne ein Like, sehr gerne ein Abo und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye und winke winke.